In Rosalina ist dies hier unser kleines Domizil, Platz Nummer 80. Und jetzt gehen wir mal runter an den Strand gucken. Hier, Street. Kommen Sie Strand. So. Damit die Kinder halt auch mal richtigen Sandstrand erlebt haben, sind wir nun nach Italien gefahren. Genau, Muscheln haben sie schon gesammelt. Der Strand ist jetzt endlich leer. Dafür haben wir jetzt tolle Musik hier. Davon ist der Strand von der Stadt, die hier angrenzt. Und da ist jeden Tag Halligalli. Ab 5 so ungefähr oder ab 6. Oder ist ein großes Schiff. Wo bleibt denn die Mama? Wir sind alle hier. I'm here. We here. Genau. Und es gibt Muscheln, guck. Hier gibt es Muscheln, ja. Die Kinder freuen sich hier am Muscheln sammeln. Yeah. Wow. Jetzt gibt es ja richtig Wellengang zum Abend hier. Nicht zum Abend, soll jetzt ein bisschen Wind kommen, und man weiß ja, morgen regnen soll. Also morgen ist Surfen angesagt. Na, wahrscheinlich nicht. Aber da ist vorbei mit Stand-Up-Paddling. Ja, das gibt's noch. Ja. Genau. Das haben wir ja ganz vergessen zu erwähnen. In Rosalina, Italien, gibt es am Strand ein Riesenrad. Sieht man das von hier? Das ist da ungefähr, da, glaube ich, zeige ich Ihnen, ja, ich glaube schon. Wir haben endlich die Quelle des Radaus gefunden hier. Der Musik, die bis zu unserem Oscar dringt auf unserem Campingplatz. Das ist irre weit, Wahnsinn. Die machen hier voll die Mucke. Wahnsinn. Tortuga Beach Club. Drehen auch die Boxer, die gehen aber genau in unsere Richtung. Auch das kann die Adria sein. Wild und uselig. Hm? Ja. So. Ja, ja. Zurück. Ja, Marie, hier, schau. Und schon sind die Sandalen weg. Ja, da muss trocken ist, genau. Bis dahin kommt das Wasser nicht. Aber da sieht man heute gleich mal, wie dreckig das Wasser hier ist. Wahnsinn. Oh shit! Zurück! Das ist dann doch zu viel!